Also Flo, dann mal Butter bei die Fische. Verlängern oder was? Verlängern. Vom Spielstil Liverpool oder City? Boah. Eher City. Ferguson oder Wenger? Wenger. Klopp oder Guardiola? Ja, die nächste Weihnachtsfeier unserer Berateragentur, eine schwierige Frage. Den einen kenne ich, den anderen kenne ich nicht persönlich. Deshalb menschlich auf jeden Fall Klopp. Und damit ist es beantwortet. Wenger oder Klopp? Klopp. Turnschuh oder Lackschuh? Turnschuh. Verlieren gegen die Bayern oder gegen Kevin Möwald? Gegen niemanden. Das Quatschfrage, kann ich nicht beantworten. Steht der Spielphilosophie dramatisch entgegen. Und auch meiner Lebensphilosophie. Also, verlieren gar nicht. Gegen die Bayern oder gegen Möwald? Gar nicht. Das geht nicht. Das kenne ich. Und warum gegen Möwald? Gegen Möwald habe ich noch nie verloren. Was soll da passiert sein? Trainer oder Spieler? Schwierig. Ich bin sehr, sehr gerne Trainer. Ich war auch sehr, sehr gerne Spieler, auch wenn es nicht auf dem Niveau war. Ich glaube, ehrlich gesagt, lieber Spieler. Lieber Spieler. Konsole zocken oder Serie schauen? Serie schauen. Ass oder Doppelfehler? Ass. Schlachte oder Viertel? Viertel. Platz 11 oder Weserstadion? Weserstadion. Christian Kohfeldt oder Michael Kohlfeldt? Beides nette Leute, die ich noch nie kennengelernt habe. Ich keine Ahnung, aber es scheint sie zu geben. Sie scheinen auch relativ berühmt zu sein in Deutschland. Ja, dann Christian Kohfeldt von mir aus. Asiaküche oder italienische Küche? Italienische Küche. Maispoulade oder Dinkelkaiserschmarrn? Ja, ihr wart im Zillertal. Boah. Boah. Ja. Ey, ich bin wirklich, also ich bin für jede Form von Professionalität, aber das mit dem Essen und diesen Ernährungsrichtlinien, das ist für mich echt, da muss ich mich selber überwinden. Maispoulade. Im Notfall. Zu Hause essen oder bei Jens essen? Zu Hause. Sorry, Jens. Zuckerbrot oder Peitsche? Ja, beides im richtigen Moment. Also, ich glaube, beides, ich weiß, geht nicht, ist mir schon klar. Eher Zuckerbrot. Espresso Doppio oder Energy Brause? Jedes zu seinem Zeitpunkt. Vor den Spielen beides, aber im Alltag eher Espresso. Berge oder Meer? Berge. Bewegungshygiene oder individuelle Belastungssteuerung? Individuelle Belastungssteuerung. Steilklatsch oder tiefe Läufe? Tiefe Läufe, weil die gehören fachlich gesehen auch zum Steilklatsch dazu. Aber ist egal. Trainer des Jahres oder Typ der Woche? Ja, meine Affinität zum Typ der Woche kennt ihr ja. Von daher Trainer des Jahres, schon schöner. Vor allen Dingen auch eine wahre Auszeichnung und keine, die mit Suffisanz gekennzeichnet ist. Hast du das nie verstanden? Fahrstuhl oder Treppe? Fahrstuhl. Darts oder Tischtennis? Tischtennis eigentlich, weil es mir mehr Spaß macht. Aber wir haben jetzt so eine Dartscheibe in der Kabine aufgehängt, weil keiner mehr gegen mich Tischtennis spielen will. Deshalb muss ich jetzt eigentlich Darts sagen. Aber so vom Spiel her lieber Tischtennis. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. 1-1 sichern oder volle Offensive? Blöde Frage. Volle Offensive. Tischtennis oder Tennis? Tennis. Federer oder Nadal? Federer. Federer oder Timo Boll? Federer. Kannst du mir jeden Sportler dagegen stellen? Immer Federer. Federer oder Pizarro? Federer. Sorry, Pizza.
Pressekonferenz oder Training? Training. Pressekonferenz oder Einzelinterview? Einzelinterview. Kicker oder Sportbild? Kicker. Werder TV oder Sky? Sky. Werder TV oder Sportschau? Werder TV. Werder TV oder Videobeweis? Werder TV. Butter bei die Fische oder Zimmerduell? Butter bei die Fische. Butter bei die Fische oder Werder TV Inside? Butter bei die Fische. Danke. Gerne.